Mitten bei der Gerstenernte. Ja, endlich Getreideernte. Es wurde ja auch mal Zeit. Nicht immer nur Rasen, 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 Rasen. Nö, jetzt geht es ab in die Gerstenernte. Wir haben Juni, das heißt, zack, runter mit dem Mähwerk, ran da und Vollgas, würde ich sagen, ne? Ab ins GPS und gib Gummi. Alter, da hat der direkt so ein Büschelchen stehen lassen. Da muss ich aber gleich nochmal nach. Mann, 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 Mann. So, abläuft es hier. Schön. Halb auf dem Seitenstreifen. Noch ein bisschen Gras mit. Bisschen Gras nehme ich noch mit. Aber hauptsächlich nehmen wir hier natürlich schön die Gerste mit. Alter, was das hier reingezogen wird. In einem weg. Alter, kannst du nicht ausdenken. Und ich habe mir schön gedacht, gerade ja sauber, da sammle ich doch gleich das ganze Stroh mit ein, damit ich dann schön auch noch nicht nur die Gerste verticken kann, sondern nebenbei auch noch schön ein bisschen Cash machen kann durch das Stroh. Ja, hast du dir so gedacht? Geht nämlich gar nicht. Katastrophe. Schön wäre es gewesen. Also, das erste Feld habe ich schon beendet. Das erste Feld ist erledigt. Jetzt bin ich hier am zweiten Acker schon. Ich muss halt ein bisschen Gas geben. Ne? Ich brauche Cash. Ich brauche am besten nochmal 100.000 Euro extra. Klingt nicht viel? Katastrophe, viel zu viel. Bei den mageren Kröten, die ich so zurzeit mache, ist das schon der Hammer. Aber deswegen muss ich halt alles mitnehmen. Ne? Alle Aufträge, alles was geht. Zack. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. 100.000 extra, warum? Damit ich mir einen weiteren Schlepper holen kann. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Also, schön nochmal eine größere Maschine. Und ich glaube, den kleinen hier, den behalte ich. Denn das ist gar nicht meiner hier. Aber ich habe ja diesen. Und der ist halt immer wieder auch in diesen Aufträgen drin, ne? Und der ist ja ordentlich auch nicht so schlecht. Er hat halt ein bisschen wenig Power. Aber wenn ich den eben befahren lasse sozusagen von einem Helfer und ich kann dann nebenbei hier vielleicht mit der großen Maschine rumfahren und der Helfer mit der kleinen oder so Sachen, dann ist das doch nice. Dann kann ich, oder ich kann den Helfer hier sowas machen lassen. Solche Dulli-Jobs einfach. Wo man sagt, okay, habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Und dann kann ich dann in der Zwischenzeit noch was anderes machen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Einfach hier schön den zweiten Schlepper auf Reserve sozusagen zu haben. Es gibt noch zwei oder drei weitere Aufträge. Kleine Felder jetzt noch. Hier fürs Gerste ernten. Und wenn das dann durch ist, dann haben wir alle Aufträge des Monats erledigt. Dann ist der gesamte Juni durch. Und dann kann ich getrost in den nächsten Monat reingehen. Ich gucke immer mal wieder zwischendurch, ob es nicht mal neue Aufträge, neue Angebote gibt. 71% haben wir, jawohl. Also neue Angebote hier im, beim Händler. Ob da nicht irgendwie mal was Tolles dabei ist. Da gibt es leider bisher noch nichts. Wir gucken gleich nochmal eben rein, mal eben hier auf die Bahn. So, und ich glaube, ich muss da eben hier am Rand nochmal kurz rein. Das nehmen wir hier nochmal eben mit. Zack. So. Und dann nochmal schön Korrektur. Zack, rein da. Und läuft. Die letzte Bahn hier von dem Acker. Ja, und das wäre es gewesen. Ne? Hier schön einfach mal eben mit der Fastbell lang. Zack, zack, zack. Mal eben alles einsammeln. Nee, darf ich nicht. Da kommt sofort die Meldung. Das ist nicht dein Feld. Schade. Schade, schade. Wir gucken mal eben. Angeboti. Es hat übrigens auch keiner gesagt, was das für ein Ding ist, ne? Wisst ihr selber nicht. Alter, so ein Ding ist das nämlich. Was macht man damit? Was ist das? Das ist doch keine Kartoffelkanone. Was ein Apparillo. Ist das wirklich? Guck mal, wie riesig, ey. Doch, da kann man reingucken. Ist das wirklich zum Silage oder sowas auspumpen aus dem Fahrsilo? Kann das sein?
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, Riesengerät. Ja, und hier leider bisher noch keine weiteren guten Angebote. Die kommen irgendwie so mit der Zeit rein. Stück für Stück werden es mehr. Hoppala. Aber es ist bisher tatsächlich noch nichts dabei, was sich richtig gelohnt hat. Bisher nur irgendwelche Sachen. Ich meine, diese Spritze, ne, hatten wir im Livestream ja auch schon gesagt, die Spritze ist eigentlich nicht schlecht, gerade zu dem Preis. Aber die werde ich wahrscheinlich gar nicht so richtig ausnutzen können. Deswegen kaufe ich die nicht. Und es wären halt nochmal, gerade wenn ich die dann ein bisschen pimpe auf 33 Meter Breite, wären es dann ja nochmal 10.000 mehr. Das heißt, ich bin aber bei, ich glaube, 33.000. Ne, das spare ich. Dafür kommt gerade zu wenig Cash rein. Warte mal. Den kleinen Schnibbel hier, den nehmen wir doch mit. Achtung. So. Wie viel ist es? Guck mal. Da geht nochmal richtig der Hahn auf. Okay, damit haben wir es hier. Zack, erledigt. Es kommt nochmal alles rausgespreddert. Und ich muss jetzt hier wieder gurken. Alter Vater. Wobei, nee, jetzt ist der Auftrag ja hier oben. Wir müssen zur Mühle. Zur Mühle, zur Mühle, zur Mühle. Und die ist, ja, das ist die hier, ne? Genau. Nice. Erster Auftrag war hier unten. Feld 59, genau, hocke ich gerade vor. Da habe ich schon gedacht, boah, geil, Alter, Getreidesilo irgendwie. Nee, leider nein. Das war schon ein bisschen Gurkerei von hier aus. Und jetzt muss ich gleich mal gucken, was es noch für Aufträge gibt. Wenn das alles hier oben zur Mühle ist, dann ist das natürlich nice, ne? Also, ich glaube, ich bretter jetzt hier einfach, genau, hier rüber oder hier oben rum. Und dann einfach geradeaus. Perfekt. Gib Gubbi allen nächsten Auftrag abgeben. Alter, und hier am Berg kommt er schon wieder kaum rauf, ne? Hat er es einfach schon wieder schwer. Mann, Mann, Mann. So, aber wir sind da. Schön bei den riesen Silos hier. Und dann wieder raus. Oh, 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 Moment. War das überhaupt die Mühle? Nicht, dass ich das wie beim letzten Mal wieder hatte. Verkehrt, verkehrt. Aktiv. Ich hätte es falsch gemacht. Oh boy. John's Farmers Markt. Und das ist hier noch offen. Getreidemühle, Getreidemühle. Guck mal hier, der einzige Auftrag, der zum Farmers Markt geht. Verdammt, Alter. Ich muss da mehr drauf aufpassen. Mann, 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 Mann. Das wäre es wieder gewesen, ne? Im Livestream auch noch zuletzt an der falschen Stelle abgeliefert. Die ollen Strohballen. Und dann musste ich die auch noch nachkaufen. Und weiß der Geier was, ey. Guck mal, die ganze Gurkerei umsonst. Hier drüben ist der Acker, da sieht man ihn schon. Was für ein Geraffel, ey. Denk immer daran, die Ware beim richtigen, am richtigen Ort abzugeben. So, jetzt geht's wieder raus hier. Das sieht immer geil aus, ey. Da geht das Riesending auf. Und raus damit. Mega nice, ey. Yes. Abgeschlossen. Sehr gut. Und wir haben einen kleinen Bonus nur bekommen. 444 extra. Boah, minus 500 Spritkosten. Mega gut, ey. Okay, das haben wir erledigt. Jetzt muss ich gucken. Nächster Auftrag. Nächster Auftrag. Ich gebe noch nichts ab. Das machen wir ganz zum Schluss. Und jetzt kommen hier zwei kleine. Feld 4 ist doch hier oben, oder? Ja, Feld 4 nehmen wir mal eben an. Das ist direkt hier um die Ecke. Vertrag akzeptieren. Die Gerste. Zack, zack. Gehen wir mal eben rein. Und das wird das da vorne sein, ne? Eins von denen da vorne. Das ist nice. Da kann ich mal eben durchbrettern. Und das Schöne ist, die beiden sind, soweit ich weiß, auch wieder komplett an einer Quelle abzugeben. Vielleicht mache ich die dann zusammen. Getreidemühle und Getreidemühle. Dann kann ich, weil die ja so winzig sind, ne? Feld 26. Also das ist auf jeden Fall 4, das passt. Und 26 ist das da unten. Ja, dann mache ich das, fahre danach hier rüber und dann erst abgeben beim Farmers Markt, weil sonst lohnt das ja echt nicht, ne? So, Alt und Ende.
mal eben schön, wobei, das können wir doch noch mal eben korrigieren hier. Fahren wir mal eben hier an der Kante entlang. Nö, komm. Da hat er mich aber genatzt hier. So, komm, machen wir an. Zack, zack, aktivieren, senken, anmachen und gib Gummi. Ich habe jetzt für diese Aufgaben hier, habe ich jetzt alles keinen... Ja, nehmen wir mit. Keinen Helfer aktiviert. War mir jetzt zu wenig Cash, was dabei rumgekommen ist. Denn wenn die Aufträge an sich schon so wenig Geld bringen, wie jetzt das Ernten, das bisschen hier, dann ist halt der Helfer einfach nochmal teurer. Ne? Dann habe ich auch noch die Ausleihgebühr für die ganzen Geräte hier gehabt. Also das macht es dann echt nicht. Und vor allem ist es ja auch schnell gemacht. Ne? Das ist ja ratzfatz erledigt hier. Ich hatte angefangen mit dem großen Feld. Das gehen wir natürlich gleich als erstes auch mit ab. Dann sind die ganzen Geräte weg. Das große Feld hatte den Vorteil, ich konnte schön nebenbei noch ein Angelvideo schneiden. Das war natürlich hervorragend. Einfach schön die großen Bahnen durchziehen. Und nugadert hier weiter. So. Oha, nee, da müssen wir nochmal neu. Das geht so nicht. Irgendwie kriege ich da auch die Kurve nicht, ne? So, jetzt so. Zack, und jetzt. Auch nicht viel besser, ne? Dann nimmt er von der anderen Seite mehr. Ah, egal, passt schon. So, da ziehen wir jetzt hier durch. Aber solche Aufträge sind schon echt ganz praktisch. Also mal eben das noch mitnehmen. Vor allem, wenn es eben alles eine Fruchtart ist. Und man schön jetzt hier komplett die Gerste machen kann im Juni. Dann ist das doch gar nicht verkehrt. Zack, zack, zack. Mit einem großen Gerät hier. Einfach mal eben schnell drüber brettern. Und dann haben wir es doch auch schon. Oh, ich glaube, hier müssen wir zweimal, oder? Komme ich hier vielleicht so in die Breite? Vielleicht. Aber ich... Nee. Da am Rand hinten nicht mehr. Ich muss mich auf jeden Fall an der linken Seite orientieren. Vielleicht bleibt da gleich noch so ein kleiner Schniepi übrig. Ich versuche mal so ein bisschen mehr rüber zu kommen. Machen wir mal so. Ist noch an, ist noch aktiv. Okay. Testen wir mal. Da passt es knapp nicht. Aber es wird da hinten noch schlimmer. Naja, egal. Ziehen wir durch. Wart, Mutter, Mut. Muss ich halt nochmal hier lang. Aber ich brauche halt auch jeden Krümel an Cash gerade, ne? Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ja, aber das ist die große Idee. Also, apropos Cash, ne? Also den kleinen Schlepper, den ich habe, behalten. Und den eben verwenden für den Helfer. Immer mal wieder den Helfer aktivieren für Aufgaben, die man vielleicht dann irgendwann gar nicht... Also ich habe ja auch irgendwelche Aufgaben mal überhaupt nicht gemacht, weil es einfach so nervig war. Und dann lieber eben den Helfer diese Aufgaben machen lassen. Keine Ahnung, Kartoffeln ernten oder irgendwie sowas. Und dann ist das gut. Andererseits müssen dafür dann natürlich auch die passenden Geräte da sein. Und meist habe ich ja für die unliebsamen Aufgaben gar nicht die passenden Geräte. Und dann würde ich ja wieder die Geräte ausleihen und die Ausleihkosten und dann auch noch die Helferkosten. Ich weiß es nicht. Lohnt sich das überhaupt? Da fehlt es dann einfach an Erfahrung. Ne? Das ist einfach so der Knackpunkt. Wenn die Erfahrung nicht sagt, ja klar, mach doch. Aber ich glaube letzten Endes, Hauptsache es kommt halt ein bisschen Cash rein. Besser als einen Auftrag halt gar nicht zu machen. Also dann lieber wenig Cash verdienen, dadurch, dass es der Helfer macht. Und dann läuft es aber nebenbei sozusagen, als gar kein Cash zu verdienen. Weil man es halt gar nicht annimmt. Ist ja wohl klar. Stopp. Hier muss ich eben wieder korrigieren. Ich habe es gerade verschoben. Verschieben wir so, wieder zurück. Ja, dann geht das auch. Genau. Ja, nice. Dann ist das hier schon gleich durch. Und dann ab damit wieder... Ne, warte, haben wir 50%? Ne, ich fahre damit gleich direkt durch zum nächsten, bevor ich jetzt den Wagen, den Anhänger wiederhole. Der fährt auch gleich direkt durch zum nächsten Feld. Und das kommt ja alles an einer Quelle raus. Zack, oder an einen Lieferanten geht das Ganze jetzt.
Also ausmachen, hochfahren, das Ding einfahren. Perfekt. Und jetzt müssen wir mal eben gucken. Wir nehmen noch an, den Auftrag, den letzten hier, Feld 26. Vertrag akzeptieren. Feld 26. Und jetzt fahre ich... Ja, über die Brücke und sofort links. Okay. Alles klar. Und wo ist der andere? Ach, da oben steht er noch. Okay. Dann fahre ich beide Fahrzeuge da mal eben hin. Und dann legen wir da los und machen die letzten, ja, das letzte Gerstefeld ready. Hammer, Alter, Gerste. Endlich mal Getreideernte. So, der Mäher steht schon bereit. Und jetzt mal eben hier noch das, was schon drinne ist, kurz abzapfen. Jawollo, hopp, passt. Fangen wir mal schön vorne an. Hoffentlich kippt er hier nicht gleich um, ne? Schön das Gewicht, alles schön einseitig. Alter, der kippt doch gleich um. Mach mal nicht einen auf den. Eieieiei, im Real Life, Alter, der wird so dermaßen kippen gleich. Aber safe, ey. Boah, zum Glück ist nicht mehr drin. So, dann gehen wir hier wieder rein. Mal eben das GPS wieder einstellen und dann ab dafür. So, zack. Schön an die Kante. Fahr noch mal ein Stückchen zurück, damit er sich da so ein bisschen mehr einjustiert, reinziehen kann. Senken, es ist. Aktivieren. Und durchziehen. Der letzte kleine Acker. Cool. Was ist das eigentlich? Ist das Wintergerste? Ist das normale Gerste? Wahrscheinlich normale Gerste und die Wintergerste ist im Winter reif? Ich weiß es nicht, ja. Ich weiß es nicht. Oder wurde die im Winter gesät und ist jetzt reif im Juni? Könnte sein, ne? Das könnte sein. Weil im Winter wird ja dann nichts reif, ne? Aber dass die da kein Problem hat mit den... bei der Aussaat. Mit zu kalten Nächten. So, nehmen wir die zweite Bahn hier wieder. Schön rum. So. Und jetzt wieder rein und dann lügt das. Ja, siehste? Geht doch so langsam. Sieht auch einfach geil aus, ne? Wenn man hier so die fetten Ähren hat, die Felder. Und dann schön hier mit dem Mähdrescher drüber brettern. Hat schon Style, ey. Das hat er schon Style. Guck mal, die Raben hier an der Seite auch noch. Hervorragend. Blüpp, blüpp. Jawohl. Bahn gleich zu Ende. So. Dann kurze Wende. Und jetzt wird es wieder nur so ein ganz kleiner, schmaler Streifen. Aber auch den nehme ich so klein und schmal mit. Denn der bleibt ja sonst eh übrig. Passt das? Ja, passt. Ja, oh, das wird schon passen. Genau. Ja. Mehr geht halt nicht. Dann haben wir hier alle Aufträge. Und dann gucken, was übrig bleibt. Das heißt, ich gehe jetzt gleich auch schon direkt in den nächsten Monat rein. Ja, wir gucken natürlich auch im nächsten Monat. Was gibt es da Neues? Was erwartet uns jetzt gleich im nächsten Monat? Cashmäßig bin ich gespannt. Erstmal, wie viel jetzt gleich bei rumkommt. Ich hoffe, dass wir die 200.000 knacken. Mit dem nächsten Monat dann, ne? 200.000 wäre nicht schlecht. Dann haben wir da doch schon mal einen ganz großen Batzen. Und dann ist halt nur noch die Frage, was gibt es für neue Aufträge im nächsten Monat? Wie weit ist das dann mit dem eigenen Feld wieder? Ah, und die ganze Zeit das Hadern, ey. Neues Grundstück holen oder nicht? Letzten Endes, klar, neues Grundstück würde einfach bedeuten, mehr Einnahmen eigentlich dann auch, ne? Eieieiei. Die Qual. Andererseits ist dann erstmal das Cash weg und man müsste die ganze Zeit, müsste ich halt noch mit diesem Basic-Traktor hier rumhantieren. Und es wäre halt, eigentlich ist es bloß eine Komfortsache, oder? Es ist doch eigentlich nur eine Komfortsache, dass man die ganze Zeit versucht, oder man will natürlich irgendwie schneller und besser und angenehmer unterwegs sein.
Aber was halt nicht ist, das ist halt nicht. Dann ist es halt nicht. Dann geht das halt nicht. Oh, kriege ich gleich gar nicht alles rein? Das wäre ja mies, ey. Ohne Witz, ne? Hätte ich schon ein eigenes Silo zum Beispiel. Könnte man ja alles, was übrig ist, ich bin fertig, zum Beispiel ins eigene Silo packen. Und erst dann verkaufen, wenn die Preise halt besser sind. Ich mache das ja mit der Silage zum Beispiel gerade so, dass ich jetzt die Silageballen lager bei mir und erst dann wegbringe, wenn es dann im Herbst oder im Winter gute Preise gibt. Das ist halt so ein bisschen so ein Ding, ne? Gute Preise oder halt das schnelle Cash. So, das war's. Sehr gut, es ist alles reingegangen. Und jetzt geht es, ich glaube hier oben hin, dritte Mal versichern. Getreidemühle. Alles klar. Ab zur Getreidemühle, raus damit und alle Aufträge abgeben. Eww, der Bretter da rein, ey. So. Und gib ihm. Jawohl, einmal Anlieferung für zwei Felder. Lass raus das Zeug. Schon mal ein sehr geiler Sound, ey, wenn das so rauskippt. Die Masse. Nice, perfekt. Alter, das war's. Das war's, ey, voll gut. Also macht schon Bock, ne? Macht schon Bock. Also wirklich. Und alle Aufgaben fertig. Guck mal hier, wie wenig. Wie wenig Cash Getreide bringt. Wenn es nicht das eigene Getreide ist und man da natürlich den Hauptpreis über die Saat bekommt. Aber die Arbeit an für sich wird nicht gut entlohnt, ne? Abschließen, 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 abschließen. Bäm, 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 bäm. 188.000, das ist nicht so viel. 188.000. Was ist hier eigentlich mit dem Honig? Ja? Kommt da überhaupt noch Honig bei rum? Ich lade das mal eben auf. Nicht, dass das irgendwie gerade verbuggt ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da nichts Neues dazukommt. Stehen die Kisten vielleicht verkehrt oder so? Wir gucken mal eben. Mal eben aufladen. So. Schön daneben. Jawollo. So. Wie war das? R. Umschalt R. Okay, das ist cool. Das lassen wir auch genauso, wie es ist. Finde ich ja mega gut. Nur das eine Ding, das ist halt noch nicht ready. Alter, so eine Gelenksachse und irgendwie, wie das heißt hier, keine Ahnung. Wie heißt die Achse? Also das ist ja Katastrophe. Ach, guck mal hier, die Katastrophe, Alter. Wie sich das fährt, ey. Alter, dann kommst du hier nicht weg. Alter, ist ja wieder unangenehm, ey. Du lass mich doch hier weg. Warte, ich kann das auch so... Gott verdomme, Alter. Jetzt fahren wir hier einfach mal schön im Kreis und gut ist. Am besten ziehen die Dinger. Am besten einfach immer ziehen. Achso, Gewächshäuser. Wir hatten zuletzt im Livestream hatten wir das Wasser aufgefüllt. Dann ist das schon mal wieder erledigt. So, abkoppeln. Und das ist schon mal ganz nice. Das heißt, jetzt können die Gewächshäuser schön alle wieder produzieren. Honig geben wir natürlich noch nicht ab. Oh, warte mal. Honigpreis war, ich glaube, irgendwie im März oder so am besten. Muss ich da nochmal gucken. Haben wir also noch ein bisschen Zeit. Ja, werden wir schön alles vollladen. Das sieht vernünftig aus. Wir gehen in den nächsten Monat. Wir haben Juni. Ja. Alles gut. Gedüngt ist es. Alles auf 100%. Ertragsbonus 81%. Ab in den nächsten Monat. Fangen wir mal wieder ein Stündchen eher an. Ja, 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 im Game hier den großen Frühaufsteher-Meme. Aber real life, ne? Auf gar keinen Fall. Alter, was ist hier passiert, ey? Wir können hier bald ernten. Guck mal hier, der Weizen ist reif.
Oh, ob jetzt hier ganz viele Weizen-Ertragsdinger kommen? Wachstumsphase 3 von 3 für Futter. 3 von 3 erreicht. Ertragsbonus. Hier plus 82%. Plus 81%. Okay. So, das ist auch reif. Ja, jetzt bin ich gespannt, welche neuen Aufträge gibt es. Wir haben bis auf 9000. Wir haben es nicht geschafft. Vielleicht mit dem Honig hätte ich es noch geschafft. Oh, es sind noch zwei neue Paletten dazugekommen. Das ist gut. Zwei neue Palettis. Ja, ich glaube, die werde ich auch nochmal upgraden, ne? Vielleicht so auf 4 Honigdinger. Wenn ich weiß, wo ich meine Felder habe oder so, dann werde ich das mal so ein bisschen nochmal ein bisschen vergrößern mit dem Honig. Und wir gucken jetzt natürlich als erstes mal in den Shop rein. Es gibt... Ich wollte gerade sagen, es gibt nichts Neues. Doch, es gibt was Neues. Das Gerät hier. Die Ballenpresse. Aber das brauchen wir ja nicht. Auch nicht schlecht. Wahrscheinlich gar nicht so schlecht. 44.000. Guter Kurs, ey. Nee, aber das brauchen wir hier alles nicht. Das komische Ding hier auch nicht. Nee, wir brauchen einen vernünftigen, massiven Schlepper. Keine Ahnung. So was hier. Dun, dun, dun. Ja, Mann. Zum halben Preis. Zum halben Preis. Alter, allein der Schornstein. Er hat einen Kühler da drumherum. Was ist da? Was ist da, der? Krass, krass, krass. Ja, das Teil, das wäre natürlich... Das wäre natürlich heftig, ne? Das wäre nicht schlecht, aber dann noch ein bisschen gepimpt. Ja, 430 PS. Ja, das wäre nicht so schlecht, ey. Das wäre nicht so schlecht. Irgendwas in der Art. Keine Ahnung. Ich nehme auch sowas hier. Ist mir eigentlich relativ Wumpe. Oder hier, was ist das denn? Guck mal. Der hat doch bestimmt auch genug Power. 460 PS. Ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich muss halt gucken, was ich da alles mit dranhängen kann und so. Hier so einen fetten Glas. Da geht doch bestimmt einiges. Keine Ahnung. Alter, was geht ab, ey? Was geht denn ab, ey? Voll die futuristischen Dinger. Ja, solche Dinger, wenn sowas im Angebot ist, dann auf jeden Fall zuschlagen. Aber ohne Witz, auch wenn sowas hier im Angebot ist, ne? Also, mir geht's gerade um die PS. Ich brauche irgendwie was ein bisschen mehr Power hat, ey. Guck mal hier, 435 PS wären hier zum Beispiel drin. 435 PS sieht doch schon ganz gut aus. Mal gucken. Mal gucken. Aber halt im Angebot. Ich habe keinen Cash, deswegen hoffe ich auf ein Angebot und so lange sparen. Sparen, sparen, sparen. So ein bisschen so einen Puffer zur Seite legen und wenn dann irgendwas kommt, zuschlagen und so lange machen wir weiter wie bisher. Und ich glaube, wir gucken jetzt nochmal in die Aufträge rein, was uns erwartet. Und dann haben wir es, ne? Mal grubbern zum Beispiel. Verträge hinzufügen. Ja, mehr, 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 mehr. Mehr. Oh boy. Ballen. Feld 71 wieder Ballenpressen. Bitte Silage. Nein. Oh boy. Schneiden. Oh ne, Feld 71, ey. Aber es sind 21.000. Wenden und zu Ballenpressen. Oh, das weiß ich nicht, ob ich das mache, ne? Das weiß ich nicht, ob ich das mache. Das ist einfach so ein Monsterdinger, ne? Ich glaube, das kriegt man nicht mehr im Stream fertig hin. Die Aufträge auf jeden Fall. Silageballen. Guck mal, das ist zum Beispiel so ein Ding, den kann ich mit meinen eigenen Geräten machen. Feld 17. Hervorragend. Und hier geht es jetzt ab in die Ernte. Und da muss ich jetzt dann einfach schauen. Das machen wir aber schön auch die Tage zusammen. Guck mal hier. Raps. Kann ich... Guck mal, hier ist nochmal Raps.
Also hier mit dem riesen Raps-Ernteauftrag. Raps, Weizen, 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 Hafer, nochmal Raps. Hafer, Weizen. Ja, das machen wir schön nacheinander nach Fruchtart. Suche ich mir hier die Aufträge raus, werde die größte Maschinka nehmen und dann alle Aufträge durchballern. Aber das schön Stück für Stück und beim nächsten Mal, heißt also jetzt schön übers Wochenende hin verteilt, gehen wir da ordentlich rein. So viel dazu. Weiter im nächsten Video, würde ich sagen. Und dann geht es am Sonntagabend geht's dann wieder rein hier in den LS22 und dann ziehen wir hier nochmal ein bisschen durch und ja, machen hier nochmal ordentlich Cash. Irgendwann so in Richtung 300.000, dann bin ich einigermaßen zufrieden. 300.000 auf dem Konto oder mehr, eigentlich mehr. Und wenn das dann als Basis da ist, weiter aufbauen und dann neues Feld holen und so weiter und so weiter. Ich brauche einfach das, die gute Gewissheit, das Cash auf der Seite, dass wenn ein gutes Angebot kommt, dass ich dann auch zuschlagen kann für einen fantastischen Schlepper. So der Plan. Bis zum nächsten Mal auf YouTube oder im Livestream. Bis dahin. We'll be right back.